Yoshi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Breath of Zelda The Wind Waker. Ich bin Percy 80 und wir haben uns gerade eben ein großes Portemonnaie geholt. Nein, ich rede nicht von der Insel-Portemonnaie. Aber wir müssen mal kurz etwas speichern. Ich rede von unserem Geldbeutel. Jetzt können wir 1000 Rubine mitnehmen. 1000! Holy fucking shit! Aber das brauchen wir, weil... Ich kann mich noch erinnern, wir müssen noch eine Flasche kaufen. Die kostet 500 Rubine und ein Herz hat das etwa 950 Rubine gekostet. So, und dann sehe ich hier mal. Ja, jetzt mal hochgehen. Was wird das eigentlich? Die bei Project Zero, wo die Charaktere mit kleinen Tippelschritten vor Geistern davonlaufen. Wenn ich hier bin, ich will die beklauen. Oh! Ups. Ah, das hat sich nicht geschehen. Du bist echt ein Schrott. Da ist auch kein Mann, der eine Bombe in der Hand hat. Nur mal. Ja. Alter, diese Viecher sind... Ich werde nicht los. Guck mal das Zeug. Alter. Jetzt werde ich sauer. Wo bist du, du Arsch? Oh, toll. Super. Na, schon wieder Bomben. Moment mal, wie viele Bomben habe ich noch? Ach so. Nee. Lassen wir das mal lieber. Alter. Ja, tolle Idee. Immer volle Karocho oder in den Kampf stürzen und sich wundern, wenn man voll am Krepieren ist. Naja. Was soll man machen? Ja, bist du mit der Flasche einsammeln. Okay, wie komme ich denn hier weg? Ach so. Naja. Ich wollte halt mal diese... Autsch. Totenkopf-Dinger einsammeln. Totenkopf-Anhänger. Die kann man nämlich verkaufen. Aber ein Ritterwappen ist vielleicht besser. So. Lass los, Link. Du wirst es überleben, weil du ins Wasser fällst. Obwohl, ist ja keine gute Idee, das nachzumachen, weil... Ja, aber in einer bestimmten Höhe ist Wasser so hart. Oh. Ah, da ist der rote Leuenkönig. Moment mal, das fällt mir ein. Na klar, springen wir nicht an. Komm. Okay, aus Grün macht man so einen Trank, dass halt die Magieleiste wieder füllt. Auch nicht heilen tut, aber was soll's. Kann man fast verkaufen. Oh, hallo. Ich wollte sagen, super, dass nicht immer so perfekt draufspringen und jetzt. Bist du soweit? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Wenn du bereit bist, lass uns zurück zur Seite der Insel fahren und die Höhle suchen, die Jakob sich versteckt halten soll. Ja, danke. Dann lass mich an Bord gehen. Weil ich wollte so schauen, ist das nicht großartig, wie Link so ganz elegant einfach mal so auf den Bord springt und was macht er? Er springt dann nicht. Oh.
Naja, die Welt steht kurz vorm Absaufen, aber wir gehen Schätze bergen. Na bitte. Also am besten mal schön die Schnauze halten. Und du kannst auch den Schatz im Gehör, weil sie hier mit dem Gehör immer so. Lieber Parias, Gedönse, Blönse. Übrigens wusstet ihr eigentlich, dass die maskuline Ausdrucksform, also er, der und eigentlich jetzt endlich auch als Neutralum verwendet wird. Tja, das sprich, man kann jetzt immer auch als neutrale Sprache benutzen. Ja. Ja, wir müssen da jetzt wir müssen das jetzt bombardieren und während wir in einen Strudel sind. Praktisch, als wenn wir eine Karussellfahrt machen. Ist das nicht ehrlich? Ich glaube, ich kann erstmal die Schnauze halten. Oh, wir haben tatsächlich das eben getroffen. Ja, super, ist ja klasse. Merkt ihr was? Wir schießen oben, aber oh, komm, Steuerung. Wir schießen eigentlich unten, aber oben nimmt der Schaden. Gar nicht so einfach, weil es nicht geht. So. Ja, haben den ersten Teil weggesprengt. Wir schießen überall, aber nicht dahin, wo wir treffen sollen. Ist das reizend. Und vor allem mehr... Alter, das verzieht sich auch jedes Mal. Ich hatte das! Okay, den unteren Teil haben wir jetzt gebrochen. Immer das Nachschussziel ist, ne? Ach ja, danke. Danke, Steuer. Ja, ich sehe ja viel. Wer. Oh, come on, das ist doch nicht euer Ernst. Das war mein GameCube aber besser gelöst. Oh nee, ich bin gleich weg. Ja, wieso ist diese Steuerung so scheiße? Ich sehe. Ja, danke. Ich sehe ja so viel, wenn ich diese blöde Kamera drehe. Oh, ich komme mit der Steuerung nicht klar, diese integrierte Steuerung. Na, danke. Na, endlich. Was ist, wenn die Kamera so ein Arsch ist und dann sich so hindreht, dass man gar nichts mehr sieht? Ich hasse das. Dann bin ich alleine dabei. Ich frage mich, ob das der Jabu aus... Ocarina of Time ist, mir fiel gerade der Name nicht ein. Ich wollte Link to the Time sagen, weil das ist es ja nicht. Das ist ja Ocarina of Time. Ocarina of Time. In der Tat, viel Zeit ist seit der Fernkosten. Ich bin von größter Freude ergriffen, euch wohl auf
Ja, Ganon scheint wieder auferstanden zu sein. Nein, die Dinge liegen leider anders. Was für eine mysteriöse Situation. Der Junge, den ich zu euch führe, hat nichts mit der Legende zu tun. Aber in seinem Mut sehe ich so viel Potenzial und eine schimmernde Hoffnung. Stellt euch mal vor, Leute. Der Link aus Ocarina of Time ist in seinem Magen umhergelaufen. Jawohl. Nee, das kann er gar nicht sein. Sorry, dass ich jetzt gerade die Stimmung verderbe. Aber eigentlich ist der Yabu in Ocarina of Time ein Wal. Und das ist ja ein Angelfisch. So, ohne irgendwelche Monster Platz zu machen, sondern Kampf gegen einen Spiel. Du hast Narius niemand erhalten, du hast ihn von Jabu gehütet, das Wasser in den Bereich bekommen. Dann waren diese unheilvollen Regen und die Vorternacht also tatsächlich ein Fluch Ganons. Wow, das ist ja ziemlich mächtig, wenn das so kann. Er hat also schon damit begonnen, unsere Welt in die Finsternis zu stürzen. Naja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Yabu. Ich hege zumindest einen starken Verdacht. Okay, Leute, ich werde jetzt mal sagen, was ich vermute, was Yabu gesagt hat. Ich glaube, er hat gefragt, wo Prinzessin Zelda ist. Obwohl, das ist ziemlich offensichtlich. Ganons Fluch wurde durch die Kraft des Demons, den du von Yabu erhalten hast, aufgehoben. Bald wird sich wohl die Nacht wieder zum Morgen wandeln. Oder mal Zeit. Du bist nun mal im Besitz aller Demons. Link. Ich habe die heiligen Orte, zu denen du die Demons bringen sollst, auf deiner Karte eingezeichnet. Sobald du alle Dämonen an ihren rechtmäßigen Platz gebracht hast, wird sich der Ort, an dem dein Mut geprüft wird, offenbaren. Wie du an der Episode mit Yabu sehen konntest, ist Ganon uns jedes Mal einen Schritt voraus. Von nun wird unsere Reise wohl noch gefährlicher als bislang verlaufen. Ich habe die Gelegenheit, unsere Zwischenstops hier auf Galeon gut zu nutzen, damit du eine Reiserei nach Gewissens fortsetzen kannst. Ja. Also wie ich darauf komme, dass sie über Zelda gesprochen haben, naja. Wie sehen die Mädchen aus, die Ganon immer entführen lässt? Ja, Mädchen mit langen spitzen Ohren. Und was hat Zelda als Mitglied des filianischen Volkes? Spitze Ohren. Und ich komme doch. Ja, also spitze Ohren. Und ich wollte am Land hier und die Waffe im Kasche einsammeln. So. Moment mal. Jetzt können wir mal was versuchen, ob das jetzt hinhaut. Nein. Echt? Ein Moment. Willst du mich verarschen? Rechts, links, weiter aus. Gut, dann machen wir es mal so. Ja, sorry, Leute. Ach.
Na, wird schon gelb. Ich verstehe das nicht. Die Windrichtung können wir noch nutzen. Aber so einfache wie die kleine Pack- und Nachtmusik funktioniert nicht. Guten Morgen! Ich habe was für Sie! Das ist erst der Brief! Ich bitte meine Dreistigkeit, Zulauf anzuschreiben, Pilz, zu entschuldigen. Wenn Sie kein Interesse an meinem Angebot haben, werfen Sie das Schreiben bitte weg. Na, dann geht Ihnen damit aber in einmal eine Unsensation Gelegenheit. Ich hasse solche Leute, die so tun, ich bin nicht so wichtig, aber doch sich so wie Rappensong verhalten. Denn ich gebe dir eine Flasche, ein Herz und eine Schatzkarte für den Vorzugspreis an. Allerdings führe ich diesen Liebling wie Obushi nur ein Exemplar. Sie haben Interesse an meinem Institut für Islas. Skala Gibitia, in deren Nähe ich mein Geschäft anzunehmen. Ich heiße Sie freudig. Als Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mein Angebot zu stehen, glaube ich mir, Ihnen einen kleinen Kundenprämie beizulegen. Stellvertretender Geschäftsführer der Isla Scala Mythica Familie. Bla bla bla. Und. Ach, wie niedlich. Da ist eine Ruhe noch über Ihnen gefordert. Das ist die Währung dieses Landes. Also viel möglich. Aha. Wir müssen ja eh zu denen hingehen, weil er tatsächlich das hat. Was wir vorhin gesagt haben. Ist das wirklich Hing? Bis wohl auf. Welch Freude. Seit du weg bist, wird unsere Insel ständig von Papyrien heimgezogen. Nach einem Punkt der Dunkelheit treiben hier furchtbare Monster ihr Umwesen und machen alles kaputt. Also sie war noch recht heil aus. Wenn ich an die eine Istuk-Insel denke, wie zerstört die aussieht, regelrecht zerschrissen, ist das ja noch eine alte Party. Ich habe ja solche Angst. Tja. Ihr liebt doch alle. Hey du, wo ist das andere Schwein, das ich für euch besorgt habe? Wir haben unser Schwein deinen Namen gegeben. Da bist du doch was. Nimm das Schwein. Ich glaub's nicht. Es ist nämlich genauso schlau wie du, musst du wissen. Wenn man ihm Futter gibt, dann kriegt es sogar wie besessen im Boden nach Schätzen. Du kannst ruhig ausfinden, aber selbst du wirst es nicht schaffen, es hochziehen oder mit spazieren zu gehen. Naja, gib mir eine hohe Leine, dann führe ich es aus. Ich kann das Trüffelschwein spielen. Okay. Jetzt soll ich mir da langsam mal diese Flaschen holen. Flaschen sind Flaschen, weil... kann dieser Bengel nicht mal die Nase putzen? Und wieso putzt mir nicht die Nase? Du bist doch die Mutter. Das Ferkel, das uns dabei gebracht hat, ist übrigens richtig groß geworden. Link! Wer du weg warst, Link, ist hier jede Menge passiert. Also, als erstes hat mein kleiner Bruder aufgehört, ständig ins Bett zu machen. Irgendwie glaube ich es nicht. Dann hat Mama wieder zugenommen. Ja, das will sie bestimmt auch, dass du es jedem erzählst. Ja, selbst! Aber es ist auch nicht alles! Wenn du Link Futter gibst, dann flitzt er los und krippelt dich an den harten, schwarzen Erdstein nach dieser Schiff nach Inseln. Er meint das Schwein, das du uns damals verhalten. Er trägt denselben Namen wie du. Ihr müsst Link echt hassen, oder? Es war immer so, wenn man ihm Futter gibt. Link hat wirklich ein einfaches Gemüt. Ich dachte, es wäre schlau. Warum hieß es so? Er war natürlich unser Schwein. Was hast du zu erzählen? Hui, du bist zurück! Du! Hast du Aria gerettet? Das ist so ekelhaft. Tee! Er ist nicht gerade der Held, nicht wahr? Er ist ein bisschen hintergeblieben. Entschuldige bitte, Link. Er hat es nicht böse gemeint. Nehmen wir es ihm nicht übel. Ich meine, er ist ein Vollidiot. Die anderen Schweine, die du uns gebracht hast. Jetzt! Aber die anderen sind leider ausgerissen. Sie holen sie hin. Lecker war's! Verdammt! Du meinst die Kikizepo, nicht wahr? Ja, die isst du einfach über dein Leben gern.
Ja. Okay. Wir haben das Einschwein zum Sparen fertig gemacht. Und ich schätze mal, dieser Link hier, der hat wohl erkannt, okay, wenn ich nicht gegessen werden will, muss ich beweisen, dass ich doch da an der Seite der Wettbewerb bin. Hat wahrscheinlich seine Steuer bewiesen, indem er als Spion arbeitet. Aber ist es eigentlich ein Spion? Ich meine, dass sie ein Schwein wäre? Ich meine, warum züchtet man Schweine? Um sie zu melken? Hallo. Oh, mein kleiner lieber Link. Wenn dir meine Suppe aus der Erbringung in der Flasche mit der so schon erzählt. Okay, tschüssi, Omi. Wenn wir jetzt. Ich dachte gerade, ich habe schon drei Flaschen, aber merke ich nur halt, dass halt die eine Flasche da. Ja, auf Y ist und aber das ja auch in dem Plano angezeigt wird. Ist ja wohl klar. Okay, was geht's denn um? Ich war ein bisschen irritiert, weil ich höre nämlich so ein Geräusch über ein Headset, das ich noch nie wahrgenommen habe. Und das gehört ja auch noch zum Spiel, oder? Ich hab's noch nie gehört. Naja, ich habe es ja auch nie mit Headset was gespielt. Ah! Dann wollen wir mal wieder hier. So, obwohl ich glaube, der wird mal was anderes sagen. Wir haben das schon. Komm her, Fische. Nom. Hey, Freundchen! Ich weiß Bescheid über dich. Du hättest ja Region hier gerne auch an deine Schätze eingezeichnet oder so. Ja, bla bla. Dann fahr doch mal dein Seekabel auseinander, damit ich da reinkritzeln kann. Du weißt doch, reinkritzeln! Ich hab so einen Ton angekriegt. Voll Posten. Voll Let's Player. Okay. Und diesen hartesten Felsen auf oberen Hügel auf Melodien soll doch tatsächlich der Scheiß dieses legendären Piratenkapitäns Dreifuß versteckt sein. So erzählt man sich. Aber das ist natürlich Quatsch und passiert auf ein Missverständnis, ehe ich den Stile Posseffekt, falls du verstehst, was ich meine. In Wirklichkeit liegt unter diesen Felsen was nämlich ein Dreifußsplitter, was auch immer das jetzt eins wieder sein soll. Ja, erinnert euch noch, der Portsplitz hat ja irgendwas von Tri gesagt. Ja, keine Triangel. Triforce. Aber du weißt ja, wie es ist. Der eine Fisch erzählt den anderen und aus dem Triforce wird schon ein Dreifuß. Das war so weit von mir. Und das nächste Mal mehr Futter. Ich hab Hunger. Also bis dann in die Tage. Schatz, auch den sammle ich noch. Ja, Leute, mit diesem wunderschönen Blick auf. Wunderschönen Blick. Ich meine, mit diesem Blick auf diesen wunderschönen Rubin beenden wir die Episode und sehen uns das nächste Mal, wenn wir auf die
Ja. Wie soll ich das so nennen? Doch die drei Punkte auf der Karte ansteuern sollen. Also gut. Siamatane.